Es geht um den Gesetzesentwurf für ein neues, modernes Betriebsverfassungsgesetz. Und diese Rundumerneuerung, kann man ja sagen, weil es ist wirklich eine Rundumerneuerung, wurde von Rainer Hoffmann vor einem Jahr ungefähr ins Leben gerufen und von einem Team aus Expertinnen und Experten aus den DGB-Gewerkschaften und natürlich aus der Hans-Böckler-Stiftung und von verschiedenen Universitäten, Universität Göttingen und Bremen, in wirklich diversen Sitzungen erarbeitet. Und da wurde ein detailliertes Reformkonzept zusammengestellt. Und man kann sagen, es waren 7 Sitzungen, mindestens mal 6 Stunden, plus noch die Ausarbeitung. Und das Spannende war, es gab eine rechtliche Analyse und eine rechtliche Kritik, die dann kombiniert wurde eben mit den Bedarfen aus der Praxisarbeit, so wie wir sie eben gerade gehört haben. Und der Ansatz war, was braucht es heute und vor allem auch, was braucht es morgen? Und das ist natürlich ganz witzig, das sage ich schon, wichtig natürlich und ein böser Versprecher. Und herausgekommen ist eine Gesetzesvorlage und ein Gesetzesvorschlag, das heißt ein konstruktiver Beitrag, der sehr zukunftsgerichtet ist. Und ich weiß, Sie wollen jetzt natürlich hören, jetzt wird es auch fachspezifisch, jetzt wird Ihnen dieser Entwurf genau erklärt von den beiden Juristinnen, da stehen Sie schon, Micha Klapp, herzlich willkommen, Leiterin der Abteilung Recht beim DGB-Bundesvorstand, herzlich willkommen, und Dr. Johanna Wenkebach, Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, auch nochmal herzlich willkommen. Und ich mache jetzt direkt Platz. Genau. Ja, auch wir haben die akademischen 45 Minuten leider nicht. Und ich kann jetzt gleich vorab schieben, dass die 30 Minuten, die wir haben, diesem tollen Entwurf, der hier allen vorliegt, definitiv nicht gerecht werden können. Es gibt jetzt 30 Minuten wilde Paragraphenschlacht, aber als erstes wollen wir starten mit einem Dank an diejenigen, in deren Namen wir hier stehen und das hier vorstellen. Müssten jetzt auch schon eingeblendet werden dann. Die sind noch nicht zu sehen auf den Bildschirmen. Da sind sie. Ja, vielen Dank, Johanna. Du hast es auf jeden Fall vorweggenommen. Wir haben 66 Seiten Reformentwurf erarbeitet und jetzt die ehrenvolle Aufgabe, das Ganze in 30 Minuten zu packen. Wir dürfen verraten, wir werden nicht alles schaffen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die Forderungen für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes skizziert. Wie das Projekt begonnen hat und vor allem verlaufen ist, haben wir eben schon gehört. Auf die als AutorInnen beteiligt waren, möchte ich aber noch einmal den Scheinwerfer legen. Und zwar hier an der PowerPoint-Präsentation. Das ist nämlich unter der Leitung von Dr. Thomas Klebe. Die beiden renommierten WissenschaftlerInnen, Professor Wolfgang Däubler und Professor Olaf Deinert. Und Sie mögen es mir verzeihen, wenn ich nicht alle namentlich nenne. Meine KollegInnen von den DGB-Gewerkschaften, die GewerkschaftsjuristInnen, die für die betriebliche Mitbestimmung zuständig sind, Kollegen aus dem Haus, also dem DGB-Bundesvorstand und natürlich vom Gewerkschaftlichen Zentrum für Revision und europäisches Recht aus Kassel. Ja, danke euch. Uns beiden ist es heute eine besondere Freude und Ehre, dass wir für diese 12 AutorInnen hier heute die Ergebnisse und damit Auszüge aus dem Reformentwurf vorstellen können. Ich war sehr erfreut gerade, weil die Betriebsräte alle 3 wichtige Inhalte genannt haben, die wir im Folgenden auch teilweise mit ansprechen werden. Das heißt also, das, was an Bedarfen existiert, immer wieder bestätigt wird. Für die Vorstellung heute, also den wilden Paragraphenritt, der gerade schon angekündigt wurde, haben wir uns folgende Gliederung vorgenommen. Betriebsräte stärken, Betriebsratsgründungen erleichtern, wird der erste Block sein. Wir schauen dann auf Umwelt- und Klimaschutz, die Personalplanung und Beschäftigungssicherung in der Transformation, aber natürlich auch Gleichstellung und Antidiskriminierung. Globalisierung, Digitalisierung und Reichweite der Mitbestimmung wird eine Rolle spielen. Die Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz in diesem Zusammenhang kommt natürlich auch nicht zu kurz. Und schließlich ganz breit, aber dennoch mit sehr vielen guten Formulierungsbeispielen unterlegt, Demokratie im Betrieb, wie kann auch diese gestärkt werden? Am Ende darf natürlich der Blick auf die Koalitionsvorhaben nicht fehlen. Hier haben wir natürlich Umsetzungsmöglichkeiten und entsprechende Vorschläge im Entwurf erarbeitet, die wir natürlich gern gleich mit vorstellen und hoffen, dass diese auch
mit umgesetzt werden, unabhängig von dem großen Wurf, der natürlich jetzt sowieso schon präsent ist. Und wir hoffen, dass der Reformentwurf gleich von dem einen R in das andere R, nämlich den Referentenentwurf, mündet. Dann starte ich gern mit Betriebsräte stärken und Betriebsratsgründungen erleichtern. Nicht nur Kennerinnen der betrieblichen Mitbestimmung sehen sofort, was es mit der ersten Regelung auf sich hat. Es geht um einen im Gesetzgebungsverfahren zum Betriebsräte-Modernisierungsgesetz abhanden gekommenen wichtigen Schutz für Wahl- und VorfeldinitiatorInnen. Nach dem neuen § 103 Absatz 1a sollen fristlose Kündigungen nur mit Zustimmung des Arbeitsgerichts möglich sein. Diese Regelung ist dringend nötig, denn die Praxis, Betriebsratsgründungen über fristlose Kündigungen zu verhindern, steht immer noch auf der Tagesordnung. Um Betriebsratsgründungen zu erleichtern, ist im Entwurf auch eine Änderung von § 14 der Wahlvorschriften vorgesehen. Danach sind in Betrieben mit bis zu 100 wahlberechtigten ArbeitnehmerInnen keine Stützunterschriften mehr nötig. Es handelt sich hier um eine Erhöhung von den 20 auf die 100. Wichtig ist aber vor allem auch die Frage, wer wählen und wer gewählt werden kann. In der Änderung des Arbeitnehmerbegriffs findet sich gleichzeitig eine Erweiterung des aktiven und passiven Wahlrechts, und zwar auf LeiharbeitnehmerInnen und arbeitnehmerähnliche Personen. § 14 Absatz 2 AÖG bleibt hier unberührt. Das bedeutet, dass die Wählbarkeit von LeiharbeitnehmerInnen weiterhin ausgeschlossen ist. Wichtig in dem Zusammenhang der Betriebsratswahlen ist auch immer die Kostentragung. Hier sind im Entwurf Klarstellungen in § 20 vorgesehen, die die Aufwendung von Schulung, Beratung, gerichtliche Vertretung des Wahlvorstandes oder eines der Mitglieder betreffen. Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz haben wir aber eine Regelung vorgelegt bekommen, die zu rechtlichen Streitigkeiten führen wird. Das heißt, die Frage ist, wer trägt denn die Kosten für die Vorbereitungshandlungen, und zwar konkret die Kosten, die entstehen, wenn ich zum Notar gehe und den besonderen Kündigungsschutz erwirken will. Es gibt dazu schon Schrifttum und vor allem auch natürlich unsere Position. Wir sagen, der § 20, die Kostentragung, ist hier erfüllt. Andere sehen das anders. Und die vermittelnde Auffassung, dass der Arbeitgeber diese Kosten dann tragen muss, wenn er die Durchführung der Betriebsratswahl bereits im Vorfeld abgelehnt hat. Hier braucht es, an dem Beispiel sieht man es noch mal deutlich, dringend eine gesetzliche Klarstellung, schon deswegen, um Nachweisschwierigkeiten entgegenzutreten. Die Bestellung des Wahlvorstandes in Betrieben ohne Betriebsrat soll ebenfalls erleichtert werden. Gibt es einen Gesamt- oder Konzernbetriebsrat, können diese in betriebsratslosen Betrieben zweimal im Jahr Betriebsversammlungen durchführen. Dazu einladen kann eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Sie haben auch die Aufgabe, Betriebsratswahlen vorzubereiten. In Betrieben, in denen es keinen Gesamt- und Konzernbetriebsrat gibt, muss der Arbeitgeber nach dem Entwurf einmal jährlich die ArbeitnehmerInnen zur Betriebsversammlung einladen und über die Möglichkeit der Betriebsratswahlen informieren. Vorgesehen ist ebenfalls, dass der Wahlvorstand von einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft einfacher gerichtlich bestellt werden kann. Auch die Regelungen des § 78a soll erweitert werden, zur Anwendung kommen. Befristet beschäftigte Mitglieder des Betriebsrats sowie arbeitnehmerähnliche Personen können über die bekannten Vorgaben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis verlangen. Das wirkt dem Problem entgegen, dass befristet Beschäftigte weniger bereit sind, für die Betriebsratswahl aus Angst vor Jobverlust zu kandidieren. Der Anspruch auf Teilfreistellungen sowie die neue Regelung, die Freistellung schon ab 100 ArbeitnehmerInnen vorsieht, trägt dazu bei, dass Betriebsräte in kleineren Betrieben, in denen häufig durch den Arbeitgeber die Tätigkeit des Betriebsrats nicht akzeptiert wird, die Ansprüche verbessert werden, eben auf entweder Teilfreistellung oder eben ab dem 100 ArbeitnehmerInnen schon eine gesamte Freistellung ermöglicht. Sehr spannend sind die neuen Regelungen in § 74a.
Hier haben wir, ich habe erstmal den 74 Absatz 2 genannt, weil also die ersten Rückmeldungen zu dem Gesetzentwurf ab und an bedeuteten, der Blick auf den 87, Paragraph 87, die zwingende Mitbestimmung. Warum ist da jetzt nicht so viel drin wie erwartet? Naja, weil durch den 74a jetzt Folgendes passiert ist. Im Gesetz steht das Wort Mitbestimmung und in 74 Absatz 2 ist vorgesehen, dass immer, wenn das Wort Mitbestimmung fällt, gleichzeitig das Initiativrecht vorliegt. Es sei denn, das Gesetz sieht etwas anderes vor. Das heißt also nicht mehr, der Blick allein auf den 87 ist maßgeblich, sondern eben auch der breitere Blick auf den gesamten Entwurf. Also es kommt keiner vorbei, die 66 Seiten zu lesen. Zu dem, was in 74 sonst noch geregelt ist. Das Verfahren von Mitbestimmungsrechten wird grundsätzlich neu geregelt. Das bedeutet, dass wenn eine Angelegenheit der Mitbestimmung unterliegt, diese nur dann geregelt werden kann, wenn der Betriebsrat vorher mitbestimmt hat. Das löst bei Verstößen gegen diese Regelung aus, dass gleichzeitig Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche hier beansprucht werden können. Und erstmalig ist auch geregelt, dass die Folgen dieses Verstoßes zu beseitigen sind. Des Weiteren finden sich Regelungen zur Betriebsratsvergütung von Betriebsratsmitgliedern in § 37 Absatz 4. Denn für eine angemessene Vergütung von Betriebsratsmitgliedern macht der Entwurf gerade den Vorschlag, der besser als bisher Qualifikationen und Erfahrungen berücksichtigt, die im Zuge der Amtsausübung erworben wurden. Natürlich braucht es diese Regelung, denn die bisherigen gesetzlichen Regelungen und auch die Rechtsprechung haben nicht dazu geführt, dass es Rechtssicherheit gibt. Es ist eine Frage der Wertschätzung und vor allem auch mit Blick oder mit dem Vergleich zu Beschäftigten und Eingruppierungen Fähigkeiten, die im Laufe der Zeit in einer langjährigen Betriebsratstätigkeit erworben wurden, nochmal gesondert zu betrachten und entsprechende Eingruppierung nähere vergütungserhöhende Elemente zuzulassen. Betriebsversammlungen ist auf jeden Fall etwas, was uns bei den Online-Varianten sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage Digitalisierung der Betriebsratsarbeit, wie kann es weitergehen? Unabhängig von dem in § 30 ermöglichten Telefon- und Videokonferenzen für Betriebsratssitzungen. Wir haben hier angelehnt an diese Regelung in § 30 eine Möglichkeit geschaffen, Betriebsversammlungen hybrid stattfinden zu lassen. Das kann unter restriktiven Voraussetzungen umgesetzt werden, indem der Betriebsrat diese hybride Form erstmal beschließt, reine Videobetriebsversammlungen ausgeschlossen sind, mindestens zwei Betriebsversammlungen in Präsenz im Jahr stattfinden müssen, was dem Grundsatz Rechnung trägt, dass Präsenz immer an erster Stelle steht und die Entscheidung über die Teilnahme in Präsenz oder per Video allein dem Beschäftigten obliegt. Das heißt also, der Arbeitgeber entsprechendes nicht anweisen kann. Schauen wir auf den Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Hier ist der Ausbau der Mitbestimmung geplant, und zwar in einem § 87, also soziale Angelegenheiten, Absatz 1, Nummer 15. Die Mitbestimmung bei Maßnahmen, die geeignet sind, den Umwelt- und Klimaschutz zu dienen. Das heißt also hier diese klassische Verordnung Initiativ- und Mitbestimmungsrecht. Eine neue Aufgabe des Betriebsrates findet sich in § 80 Absatz 1 Nummer 1, nämlich die Überwachung zugunsten der Beschäftigten geltenden Vorschriften des Umweltschutzrechts. Und an dieser Stelle will ich einen kleinen Exkurs machen, weil das auch eine sehr spannende Sache ist, dass in § 80 nicht mehr nur die Überwachung von Regelungen vorgesehen ist, sondern dadurch, dass die Möglichkeit besteht, über ein Beschlussverfahren bei Meinungsverschiedenheiten über den Betriebsrat Verfahren einzuleiten, dieses stumpfe Schwert der alleinigen Überwachung hin zu einem scharfen Schwert auch zu einer weitergehenden Beteiligung führt. Das ist hier am Beispiel des Umwelt- und Klimaschutzes genannt, aber die Aufzählung in Nummer 1 geht noch sehr viel weiter, denn wir haben hier auch das Arbeitsvölkerrecht, das europäische Recht, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen genannt. Und hier möchte ich auf Marion
Rabe zu sprechen kommen, die hier die Unterbringungsfragen angesprochen hat und die Frage, wie kann man beim Arbeitsschutz noch mehr machen. Auch der Arbeitsschutz wird hier in dieser Ziffer 1 genannt, sodass, wenn auch hier Meinungsverschiedenheiten über die Regelungen bestehen, die die Unterbringung von Beschäftigten in der Fleischindustrie betreffen, eine Möglichkeit besteht, als Betriebsrat dann etwas zu machen. Personalplanung, ach nein, oh Gott, jetzt habe ich noch eine Regelung vergessen, und zwar die Ausschussregelungen, die natürlich deswegen so wichtig sind, weil Ausschüsse natürlich dafür da sind, um spezifische Themen besser und effektiver und strukturierter zu bearbeiten. Dass im Betrieb des Umwelt- und Klimaschutzes das Ganze auch nochmal eine besondere Rolle spielt, die Regelung des 28 Absatz 3 soll dem Rechnung tragen. Genau. Jetzt. Was die Personalplanung und Beschäftigungssicherung betrifft, gebe ich gerne an dich ab, Johanna. Den Schalter. Und das ist schön, finde ich, dass ich das jetzt vorstellen darf, nach dem, was wir gerade gehört haben, weil das ja so ein bisschen die Reaktion ist auf das, was gerade gesagt wurde. Ich glaube, es hat das ganze Podium gesagt, wir brauchen mehr Mitbestimmung bei der Personalplanung. Und wir können jetzt sagen, wir haben da was für euch, weil wir nämlich ganz konkrete Vorschläge natürlich zu diesem Bereich gemacht haben, weil wir das auch sehen. Personalplanung und Beschäftigungssicherung sind die Megathemen in der Transformation. Die Hans-Böckler-Stiftung wird ihren Fokus weiter auf Forschung in dem Bereich der Transformation legen. Es ist gerade beschlossen worden. Vieles ist da noch im Gange und unklar. Aber dass das die Themen sind, wo mitbestimmt werden muss, damit die Transformation sozial gerecht gestaltet werden kann, darüber herrscht im Grunde genommen schon Einigkeit. Und wir haben diese Veranstaltung hier unter die Frage gestellt, Fortschritt, so wie in der Koalitionsvertrag formuliert, für alle, und sind eben der Auffassung, dass das nur gelingen kann, wenn dort, wo diese Veränderungen verhandelt werden, nämlich in den Betrieben, auch zu den entscheidenden Themen mitbestimmt werden kann. Und wir haben gerade gehört, dass das in vielen Bereichen nicht der Fall ist. In den 30 Minuten, die wir haben, können wir all die Empirie, die in der Hans-Böckler-Stiftung dazu vorliegt, warum es diese Lücken gibt, und natürlich liegt auch in den Gewerkschaften das Wissen vor, jetzt nicht zusammentragen. Da kann ich nur auf die Homepage verweisen, da gibt es viel dazu nachzulesen. Die Herausforderungen in Betrieben, wir haben es gehört, Weiterbildung und Qualifizierung ist mehrmals genannt worden, und das hat ja auch schon Berücksichtigung in der letzten Legislatur gefunden. Ich werde nachher aber noch mal sagen, warum nicht ausreichend. Es geht um gute Arbeit im Wandel, auch das haben die Kolleginnen hier gesagt, mobile Arbeit, Arbeit, die Persönlichkeitsrechte schützt, wo das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Und natürlich geht es auch um Beschäftigungssicherung. Und mit unseren konkreten Vorschlägen dazu will ich jetzt anfangen. Wir haben uns vorgenommen, die Regelung so vorzusehen, wie es in 92a jetzt eben ist, dass das bisherige ausschließliche Vorschlags- und Beratungsrecht bei Beschäftigungssicherungsmaßnahmen zu einem wirklichen Mitbestimmungsrecht ausgebaut werden soll, sodass eben, wenn es einen Dissens zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gibt, die Einigungsstelle verbindlich entscheiden kann, anders als es bisher ist, um da eben einfach mehr Schwung auf der Betriebsratsseite zu haben in den Verhandlungen. Das zweite Maßnahmenpaket unter der Überschrift Beschäftigungssicherung, das wir vorgesehen haben in dem Entwurf, geht auf den Interessenausgleich ein. Das ist angesprochen worden. Der Sozialplan kann mitbestimmt werden. Unserer Auffassung nach ist der Interessenausgleich ein ganz entscheidendes Mittel der Betriebsräte, um Betriebsänderungen ja bis hin zu Standortschließungen abzuwenden oder zumindest sozialverträglicher zu gestalten. Deswegen sollte tatsächlich auch der Interessenausgleich in der Einigungsstelle, also bis zur Einigungsstelle gehen können. Diese Änderung schlagen wir vor. Und dann haben wir in den grundsätzlichen Regelungen zum Verfahren in der Einigungsstelle etwas aus unserer Sicht Wichtiges ergänzt. Das ist Paragraph 76 in der von uns vorgeschlagenen Fassung. Dort steht nämlich bisher, dass die Belange des Betriebs zu berücksichtigen sind. Wir sind aber der Auffassung, dass angesichts der massiven Veränderungen, die in diesen Transformationsprozessen mit sich kommen, auch überbetriebliche Belange eine Rolle spielen müssen. Also beispielsweise, was bedeuten Standortschließungen vielleicht für eine ganze Region? Und natürlich die Belange der Beschäftigten, zu berücksichtigen, und außerdem auch zum Beispiel die finanzielle Lage im Konzern, so wie die Strukturen sind, kann das ja einen wesentlichen Unterschied machen bei der Frage, welche Mittel stehen zur Verfügung, um Beschäftigung zu sichern.
Wir haben dann, und das ist auch angesprochen worden von den Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium, natürlich Weiterbildung und Qualifizierung als ein Schlüsselthema für die Transformation in den Fokus genommen. Es hat schon einige Gesetze in diesem Bereich gegeben. Und es hat vor allen Dingen das Betriebsrätemodernisierungsgesetz gegeben 2021, das das Thema schon angeht. Es ist ein allgemeines Initiativrecht von Betriebsräten bei der Berufsbildung geschaffen worden. Es ist auch vorgesehen, dass das bei Meinungsverschiedenheiten in die Einigungsstelle geht. Aber es ist eben kein Einigungszwang für die Einigungsstelle vorgesehen. Das heißt, der letzte Schritt wird eben mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz noch nicht gemacht. Und damit kann es in einem Fall des Dissenses zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite dann doch bei einem Basta des Arbeitgebers in Weiterbildungsfragen bleiben. Und wir finden, das muss geändert werden, damit das Megathema besser bewältigt werden kann aus Beschäftigtensicht. Wir schlagen ein generelles Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bei der Ein- und der Durchführung von betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen vor, die eben auch durch die Einigungsstelle erzwingbar sein soll. Dann kommt das, was wirklich von allen hier vorhin auf dem Podium genannt wurde, die Mitbestimmung bei der Personalplanung. Und ich glaube, ich muss gar nicht mehr ausführlich erklären, warum wir die für so wichtig halten, denn das haben die Kollegen zuvor schon gemacht. Es geht um Entgrenzung, Verdichtung und natürlich auch um Beschäftigungssicherung. Und all das, für all diese Themen ist die Personalplanung der Hebel und den können Betriebsräte eben zurzeit noch nicht ausreichend in Gang setzen. Und das wollen wir ändern. Wir schlagen deshalb vor, dass die Personalplanung in Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten der Mitbestimmung unterliegt. Das ist die neue Regelung in § 92 und wir wollen, dass das auch in kleineren Betrieben unterhalb dieser 20-Personen-Schwelle gilt, wenn es um wichtige und sensible Themen wie Eingliederung von Menschen mit Schwerbehinderung, Maßnahmen zur Durchsetzung von Gleichstellung, zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch bei Fragen, das was eben bei Kollegin Rabe eine Rolle gespielt hat, der Integration migrantischer Beschäftigter geht. Also durchaus ein revolutionärer Aspekt, denke ich, kann man sagen, dieses Entwurfes, das hier tatsächlich umzusetzen. Ja, und ich fand das schön, dass Claudia Bogedan zu Beginn unserer Veranstaltung heute mal nochmal einen Blick auf unsere Gesellschaft im Jahr 1972 geworfen hat, das immer noch sozusagen prägend war für die Betriebsverfassung, wie wir sie heute haben. Und meine Kinder sagen mir regelmäßig, dass ich eine ganz alte Frau bin. Ich bin aber noch 10 Jahre jünger als diese Reform des Gesetzes. Und ich denke, gerade Gleichstellung und Antidiskriminierung ist auch einer der Bereiche, wo nicht abgebildet ist in der Betriebsverfassung, was wir an gesellschaftlichen Veränderungen wollen. Und wir haben aber nicht nur deswegen, weil die Gesellschaft im Veränderungsprozess ist, sondern auch aufgrund bestehender Defizite im Recht den Vorschlag gemacht, kollektive Rechte bei der Gleichstellung zu stärken. Denn wir haben ein Entgelttransparenzgesetz, wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und die sind ziemlich zahnlose Tiger. Trotzdem bleibt es, das ist die Forschung des WSI, Bettina Kohlrausch sitzt hier, in der Corona-Krise ist es alles noch schlimmer geworden. Wir haben Gaps an allen Enden, es gibt immer noch Lohngleichheit, bei der Sorgearbeit gibt es immer noch riesige Unterschiede bei der Arbeitszeit, das führt zu der Ungleichheit bei den Renten. Also es gibt Handlungsbedarf, den uns übrigens auch die Verfassung vorgibt und Menschen aber und gerade marginalisierten und von Diskriminierung betroffenen Menschen, das dann alleine zu überlassen, sich gegen ihren Arbeitgeber zu wehren, funktioniert eben nicht. Deswegen brauchen wir das Kollektiv des Betriebsrats, um das einfach in den Betrieben gemeinsam voranzubringen. Und wir haben eine ganze Liste an Vorschlägen, um das umzusetzen. Wir wollen ein Initiativ- und Mitbestimmungsrecht für Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgerechtigkeit. Also wesentlich mehr als das Entgelttransparenzgesetz vorsieht. Wir wollen, dass es Gleichstellungsausschüsse in den Betrieben gibt, einfach um einen Fokus auf dieses Thema zu legen, das zur Diskussion zu stellen in den Betrieben und in den Gremien. Und wir finden, dass im Betriebsverfassungsgesetz stehen sollte, dass Arbeitgeber regelmäßig über den Stand der Gleichstellung im Betrieb berichten sollen. Betriebsöffentlich auf Versammlungen, um das zum Thema zu machen und auch unter einen Rechtfertigungsdruck zu kommen, wie es um die Gleichstellung bestellt ist.
Und dann, und ich finde, dieser Vorschlag, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das zur Diskussion stellen will, im Jahr 2022 in Paragraph 75 aufzunehmen, den Bezug auf das ILO-Übereinkommen 190 und den Satz aufzunehmen, dass die Betriebsparteien sicherzustellen haben, dass es ein gewalt- und belästigungsfreies Arbeitsumfeld gibt. Das, denke ich, kann man kaum in Frage stellen, dass es zeitgemäß ist, eine solche Regelung zu haben. Der nächste Themenblock ist auch schon Thema auf dem Podium vorher gewesen, Globalisierung, Digitalisierung und die Reichweite der Mitbestimmung. Wir haben schon viel gehört von den Lücken des Gesetzes, von Beschäftigten, die nicht erfasst werden, und neue Arbeitsformen haben diese Probleme einfach noch intensiviert. Zentrale Begriffe für das Gesetz, wie zum Beispiel der Begriff Betrieb, stammen aus einer Zeit, 1972, Claudia Bogedan hat es beschrieben, als die Arbeitswelt noch eine völlig andere war und als Arbeitgeber auch noch ganz andere Möglichkeiten hatten, Betriebe zu organisieren und umzuorganisieren, umzustrukturieren. Matrixorganisationen, die Möglichkeit, sich im Ausland anzusiedeln, von da aus Unternehmen zu führen. All das hat es vor 50 Jahren nicht in dem Maß gegeben, wie es es heute gibt. Und das Gesetz muss dem angepasst werden. Andernfalls gibt es tatsächlich, da geht es noch nicht mal um Fortschritte verhandeln für mehr Mitbestimmung, sondern einfach Rückschritte zu verhindern tatsächlich. Und europäische Betriebsräte sind wichtig unserer Auffassung nach, aber sie schließen eben diese Lücken nicht. Ein ganz konkretes Beispiel, das man nennen kann, ist ein internationaler Konzern, der Betriebe hier im Inland hat. Die Konzernspitze sitzt aber im Ausland und nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gibt es dann eben keine Mitbestimmung hier im Inland auf der Konzernebene, was natürlich dann ein Problem ist, wenn auf dieser Ebene Entscheidungen getroffen werden. Dann können auch die Betriebsräte im Inland nichts ändern an diesen Entscheidungen, weil sie eben nicht Ansprechpartner der Konzernebene sind. Und dafür sehen wir eine konkrete Lösung vor. Das gehört zu dem Maßnahmenpaket, mit dem wir die Betriebsverfassung fit machen wollen für eine globalisierte, digitalisierte Arbeitswelt. Das ganz unten steht die Lösung für den Fall, den ich gerade genannt habe, also sicherzustellen, dass auch wenn eine Konzernspitze im Ausland ist, keine Teilkonzernspitze im Inland ist, die Mitbestimmungsebene auf dem Konzern gesichert wird. Natürlich soll auch der Betriebsbegriff angepasst werden und unser Vorschlag ist eben den Betriebsbegriff, denn es ist ja das Betriebsverfassungsgesetz, das die Mitbestimmung regeln soll, auszurichten daran, welche Aufgaben der Betriebsrat hat. Denn wir erleben, dass quasi den Betrieben, den Betriebsräten, ihr Handlungsbereich unter den Händen wegstrukturiert wird. Das soll das aufgreifen. Wir wollen auch, dass Strukturveränderungen eine Ankündigungsfrist bekommen, dann, wenn sie Mitbestimmung berühren, sodass es eben nicht zu so plötzlichen Fällen gibt, wo quasi dem Betriebsrat durch Umstrukturierung der Zugriff entzogen wird. Darauf muss reagiert werden können, da müssen sich Betriebsräte darauf vorbereiten können, deswegen soll es diese Frist geben. Und ein ganz neuer Vorschlag ist auch Paragraph 3a, die Möglichkeit, länderübergreifende Mitbestimmungsgremien zu schaffen. Weltbetriebsräte, also einfach so, wie die Unternehmen agieren, global vernetzt auch die Mitbestimmung zu ermöglichen und die Möglichkeiten, das durch Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen zu regeln, sollten gestärkt werden. Das ist Teil dieses Vorschlags. Und ein wichtiger Aspekt in der Digitalisierung ist natürlich der Schutz von Persönlichkeitsrechten und der Datenschutz. Und da sind wir einfach nicht weit genug im gesamten Arbeitsrecht. Ihr habt ja auch einen Vorschlag gemacht für ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Das ist sozusagen die kollektive Flankierung dessen, die wir hier vorschlagen, wo wir sagen, wir brauchen für dieses Ausrollen von Big Data, von algorithmischem Management, die Turbo-Schnecke, die die Kollegin hier gesagt hat, die komplette Datenanalyse, die da vorgenommen wird, das sind ja keine Ausnahmefälle, das passiert ja in den Betrieben und da wird analysiert, überwacht und ausgewertet ohne Ende, es wird verdichtet und die Mitbestimmungsrechte, die wir haben in diesem Bereich bei technischer Überwachung von Beschäftigten, reichen eben überhaupt nicht aus, um die Gefahren, die dadurch entstehen, einzudämmen, Persönlichkeitsrechte zu schützen, die Würde der Beschäftigten zu schützen und ihren Datenschutz sicherzustellen.
Also eine Liste von Vorschlägen, mit denen wir hier weiterarbeiten wollen. Und dann reiche ich hier den Schalter zurück an Micha für den nächsten Teil. Genau. Betriebliche Mitbestimmung lebt von demokratischer Teilhabe und Partizipation im Betrieb. Deswegen ist die Einführung einer sogenannten Demokratiezeit vorgesehen, und zwar in einem neuen Paragraph 81 Absatz 5. Das bedeutet, Beschäftigte sind mindestens eine Stunde pro Woche von der Arbeit freizustellen, um ihre Beteiligungsrechte in den betreffenden Angelegenheiten im Betrieb wahrnehmen zu können. Denn wir alle wissen, wir brauchen erstmal das Wissen um unsere eigenen Rechte. Und wenn wir dieses Wissen haben, brauchen wir Möglichkeiten, um es entsprechend umzusetzen, in diesem Fall im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes. Meinungsäußerungsfreiheit, auch hier gibt es in dem 82a eine neue Regelung, nämlich die Klarstellung, dass Beschäftigte berechtigt sind, ihre Meinung im Betrieb zu äußern. Das soll ebenfalls zur Geltung kommen, wenn es um außerbetriebliche Stellungnahmen geht. Eingehen will ich noch auf die Beschwerderechte in 84-85, so ein bisschen was für juristische FeinschmeckerInnen, weil hier die Konkretisierung unter anderem eine Rolle spielt, wann sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Das soll heißen, der Fokus oder das, was eingefügt worden ist, bezieht sich hier auf Maßnahmen oder Bestimmungen von § 106 Gewerbeordnung. Betriebsversammlung. Ich will es nochmal an dem Beispiel der Fleischindustrie aufmachen. Allein das Arbeitsschutzkontrollgesetz mit dem Verbot von Werkverträgen hat trotzdem die Möglichkeit, über Leiharbeit, begrenzte Leiharbeit, weiter mobile Beschäftigte aus osteuropäischen Staaten zu beschäftigen. Also Fremdpersonal in der Fleischindustrie ist weiterhin möglich. Insofern ist natürlich umso klüger und besser, dass hier der Arbeitnehmerbegriff erweitert wurde auf Leihbeschäftigte und entsprechend Regelungen vorgesehen sind, um Bedarfe von Leihbeschäftigten bzw. Fremdpersonal in Betriebsversammlungen mitzubekommen. Das bedeutet, die Teilnahme von Fremdpersonal, das auf Grundlage von Werk- und Dienstverträgen im Betrieb tätig ist, zweimal im Jahr vorgeschrieben ist. Ein bisschen Voraussetzungen gibt es tatsächlich noch, nämlich es müssen 5 Personen im Betrieb tätig sein, also 5 Personen dann über Fremdpersonal tätig werden, und sie müssen in Mindestdauer von 1 Monat tätig werden. Das Ganze bezieht sich, also diese Erweiterung der Frage, welche Informationspflichten der Arbeitgeber in Betriebsversammlungen in seinem Bericht vorstellen muss. Johannes ist angesprochen für den Bereich Gleichstellung oder den Bericht im Entgelttransparenzgesetz. Hier soll auch über die Situation von Leihbeschäftigten im Betrieb durch den Arbeitgeber berichtet werden. Das Quorum für die Durchsetzung einer Betriebsversammlung wurde in dem Entwurf von 25% auf 15% gesenkt. Schließlich wollen wir noch einen letzten Blick auf die Umsetzung der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag blicken. Und zwar, wir alle haben mitbekommen über sehr viel mediale Berichterstattung und auch über wichtige Verfahren, die bei der IGBCE zum Thema digitales Zugangsrecht geführt werden, dass eine klarstellende Regelung auch nochmal durch eine HSI-Publikation von Wolfgang Däubler für sehr wichtig empfunden wird. Wir haben eine Regelung dazu erarbeitet, und zwar in dem § 2 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz, dass der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft Zugang zum Betrieb über die im Betrieb genutzten elektronischen Kommunikationsmedien gewährt werden muss. Eingehen will ich auch noch auf die Straftaten in der Betriebsverfassung. Auch hier haben wir im Koalitionsvertrag über die Behinderung der Betriebsratswahlen oder Behinderung der Betriebsratstätigkeit die Frage des Offizialdeliktes vorgelegt bekommen. Das soll heißen, dass dieses nunmehr abgeändert werden wird und dass die Straftat nun von Amts wegen zu verfolgen ist. Hier muss gar nicht viel verändert werden. Wir haben das auch gezeigt in unserem Entwurf. Es handelt sich nur um das Einfügen von 3 kleinen Wörtern, sodass das eine der schnellsten Möglichkeiten wäre, tatsächlich die Umsetzung des Koalitionsvertrages voranzutreiben. Schließlich will ich ansprechen, das kirchliche Arbeitsrecht, was insgesamt ja auf dem Prüfstand ist, und zwar durch Rechtsprechung, die sich ja schon so ein bisschen zieht über das EuGH, beziehungsweise auch noch anhängige Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Die Frage,
Tendenzschutz soll abgeschafft werden. Wir haben eine Regelung vorgesehen bzw. eine Streichung, die das Ganze zur Folge haben wird. Und die Frage des kirchlichen Arbeitsrechts als Anknüpfungspunkt im Koalitionsvertrag in dem betriebsverfassungsrechtlichen Teil ermöglichen würde, hier anzuknüpfen und eine Ausnahme für verkündungsnahe Tätigkeiten vorzusehen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was in unserem Entwurf auch in Form einer Formulierung gleich mit umsetzbar ist. Schließen möchte ich gerne mit zwei Zitaten, einmal von Wolfgang Däubler und einmal von Olaf Deinert, denn beide können heute hier nicht mit dabei sein. Olaf Deinert schaut auf die Ampelkoalition und zeigt auf den Titel des Koalitionsvertrages: Mehr Fortschritt wagen. Die Koalition will, so Olaf Deinert, das Land in allen Bereichen modernisieren. Zitat: Für dieses Vorhaben fällt mir ein wichtiges Thema ein, die Mitbestimmung. Sie ist ein Stück Demokratie im Betrieb gegen Fremdbestimmung bei der Arbeit. Wolfgang Däubler würde auf seine jahrzehntelange Expertise zurückblicken und dazu mindestens Folgendes ergänzen. Heute haben wir einen kontinuierlichen Rückgang von Betriebsräten. Da muss man sich Lösungen einfallen lassen. Und die wichtigste scheint mir zu sein, die Mitbestimmung wieder offensiv anzugehen. Dazu gehört ein zeitgemäßes Betriebsverfassungsgesetz und es ist höchste Zeit für einen großen Reformschub. In diesem Sinne schauen wir gemeinsam, wie es weitergeht und tun unser Möglichstes, um diese Weiterentwicklung schnell voranzutreiben. Wir danken für die Aufmerksamkeit.